Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Tales of Monkey Island. Im Kapitel 4, ich mache jetzt schon die fünfte Aufnahme im gleichen Versuch. Ja, ich bin einfach nicht in den Dschungel gekommen, ohne dass das Spiel mir abgestürzt ist. Das habe ich in einem Forum gelesen. Man muss bestimmte Teile löschen bzw. umbenennen, dass der Fehler behoben wäre. Na ja, mal schauen, ob das funktioniert. So, weil reparieren funktioniert nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir in den Dschungeleingang kommen. Ja, jetzt funktioniert die ganze Sache. Vorher ist es mir da einfach abgeschmiert hier. Ja, aber by the way, ich will eigentlich nicht nur in den Dschungeleingang. Ich möchte eigentlich erstmal hier zur gruseligen Hütte gehen. Ja, da haben sie irgendwie einen Bug in der Files drin. Und ja, also einmal mal suchen. Absturz Kapitel 4. Was im Namen von Bluebeards Haarfarbe? Hey, kein Wildern! Das gehört mir! Ich glaube, ich habe mich verirrt. Sollte hier nicht irgendwo eine gruselige Voodoo-Hütte sein? War sie auch. Bis sie die Pocken verbreitete Voodoo-Lady verhaftet haben. Was ist passiert? Erst kamen die Flammen. Der arme Senor Nipperkin loderte wie Elmsfeuer. Dann erschien sie aus dem Feuer. Mit jedem ihrer majestätischen Schritte murmelte sie uralte Flüche. Ich werde nie den unheilvollen Blick vergessen, den sie mir zuwarf, als sie weggeführt wurde. Ein Blick, der mich zu Leiden, Schande und Reue verdammt hat. Gruselig. Und als wenn das noch nicht genug wäre, ich habe nicht mal ein cooles Voodoo-Ding in den Trümmern gefunden. Mann. Ein Mob kann so unfair sein. Sie hat das Haus also niedergebrannt. Das ist natürlich schlecht. Ich habe gedacht, da kriegen wir ein paar Zutaten finden. Also wie gesagt, ich war ja bei den Details. Wenn jemand das gleiche Problem hat, dass es im vierten Teil einfach hier abstürzt, wenn man in den Dschungel gehen will, dann gibt es halt im Verzeichnis Dateien drin, wie N Flotsam Jungle Night mit .dlg oder sowas da hinten. Und die Dateien einfach löschen bzw. umbenennen. Und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Also das könnt ihr auch mal googeln, also einfach eingeben Tales of Monkey Island, Absturz, Kapitel 4. Dann kommt da auch an die Info ran. Ich habe da ein bisschen gebraucht. So, dann gucken wir doch mal. Ja gut, beziehungsweise es war jetzt auch im Kapitel 5 angeblich zu crashen, aber das werden wir mal sehen, wenn wir mal dort sind. So, nur das, falls ihr da Probleme habt. Ja, Überreste der Hütte. Sogar abgebrannt ist die Hütte der Voodoo-Lady immer noch gruselig. Ja, die Köpfe hängen noch hier, die Motten kreisen hier rum. Teilweise zerfressener Wegkreuzungsteppich. Wie schade. Dieser Teppich hat so gut zur Hütte gepasst. Tja, schade, ne? So, was war noch? Die Motten? Die Glut der Hütte scheint einen Schwarm Dschungelmotten angelockt zu haben. Das erklärt wahrscheinlich, was mit dem Teppich der Voodoo-Lady geschehen ist. Ja, die müssen wir irgendwie einfangen, die Motten. Und das Gefäß hinten ist nichts, okay. Tja, mehr gibt's hier nicht. Ja, ein Gefäß haben wir jetzt leider nicht. Mist. Wie machen wir das denn dann? Weil ich glaube, wir brauchen die Motten. Naja, okay. Gut, gehen wir mal weiter. Sonst ist hier nichts, nö. Tja, da haben die das Haus einfach abgefackelt. Können wir ja durch. Hallo? Ja. Ah, da kommen wir gleich wieder in die Karte. Also wir müssen nicht groß rumlaufen hier. Gehen wir zum Windsteuerungsgerät. So. Und? Okay. Windsteuerungsgerät der Veikaisianer. Hä? Seit wann ist das unter der Käserglocke? Götterstatue? Haben wir das so verlassen? Das ist komisch. Die ganze Götterstatue ist unter einer von Crimp Digits unzerbrechlichen Glasflaschen. Warum denn? Irgendwer hat es so gemacht. Und warum sind hier die Röhren hier? Das alte Windsteuerungsgerät der Wekelianer wurde wohl wieder auf Saugen eingestellt. Aber was sollen die Röhren an seinen Fingern? Ja, wahrscheinlich hydraulische Systeme, damit man das anders steuern kann hier. Könnte ich mir vorstellen. Tja, also das bringt uns ja nicht großartig weiter.
So haben wir es aber damals eben nicht verlassen. Wo ist eigentlich diese Muschel zum Steuern? Nirgends, ne? Die gibt's auch nicht mehr. Kann man hier irgendwie raus hier? Nö. Wir können den Schirm nicht verlassen. Tja. Okay, zurück. Was haben wir jetzt gelandet? Kann man doch ein bisschen im Dschungel rumlaufen? Ah, der Altar. Ja, da müsste die Bestie kommen, aber ich weiß auch noch nicht, wie das dann ist, wenn... Hat man die Bestie einfach so einfangen können? Das muss der Opferaltar des Dschungelbiests sein, von dem Hemlock gesprochen hat. Tja, ich probier's einfach mal. Einfach mal die Dinger hier drauf. Leider, armer Hemlock. Ich kannte dieses Körperteil. Ein Bein voll Zehenschmiere, die Oberschenkel käsig. Tausendmal trug es den knarzenden Rahmen seines Besitzers, doch wie klebrig und eklig windet es sich in meiner Hand. Ja, okay. Also gut, die Suppe ist da. Oh. Okay, und jetzt? Ja, weg ist es. Toll. Igitt, der Altar riecht aber. Stinkt schlimmer als das Sofabett, nachdem Elaines Mutter zu Besuch war. Ja gut, und jetzt können wir dann Schwamm einfach drauf reiben. La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Ja, wie kriegen wir jetzt dann den Geschmack hier irgendwie her? Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht nochmal? Aber so können wir es doch nicht lassen. Wir müssen doch irgendwie eine Falle bauen oder sowas. Stopp. Nee, das will ich gar nicht. Das muss nicht beleuchtet werden. Aha, okay. Der ist eh wieder weg, der Fuß, wenn wir jetzt rausgehen. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht weiter gucken. Das funktioniert so nicht. Wir müssen noch irgendwas Wichtiges einsammeln. Was sind wir denn hier oben? Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah, da sind wir dann in der Hütte. Also so wirklich bringt uns das jetzt auch nicht weiter. Ah, Moment mal, da ist noch eine Käseglocke. Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat? Und warum? Tja, wer weiß. Und hier geht auch eine Leitung weg. Das ist ganz komisch. Also es könnte der verrückte Professor gewesen sein, der Doktor da. Hä? Das ist komisch. Der Weg führte nirgendwo hin. Echt? Wie? Das will ich jetzt nochmal probieren. Das ist komisch. Der Weg führt denn nirgendwo hin. Komisch, ein Weg, der nirgendwo hinführt. Okay, das ist der komische Brunnen. Es muss Flut sein. Ich kann fast das Brunnenwasser unten erreichen. Okay. Bringt uns das was da, das Brunnenwasser zu erreichen? Kann man da vielleicht einen Beutel reinschmeißen? Dschungelblühwürmchen, die Scheinwerfer der Natur. Okay. Diese Glühwürmchen sind so hübsch. Man vergisst fast, dass sie die Hälfte ihres Lebens Magen sind. Ja, was bringt uns das jetzt, wenn wir hier die Würmer haben? Wollen die vielleicht Ding? Etwas so Leckeres sollte von etwas oder jemandem gegessen werden, der es wirklich mag. Okay. Ja, und jetzt? Nein. Nö? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit soll. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Kann vielleicht hier oben raus? Das war damals ja schon Labyrinth und das ist jetzt auch wieder Labyrinth. Ah, die Scheibe gibt es auch noch, den Kalender. Da ich jetzt etwas mehr über die Vekeliana weiß, sollten wir uns dem Ende des Jahres des Fisches nähern. Dafür nähern wir uns jetzt dem Anfang des Jahres des etwas größeren Fisches. Wow, tatsächlich. Können wir jetzt hier Zucker draufstreuen? Das glaube ich nicht. Ah ja, okay, geht nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, können wir jetzt hier nach vorne raus? Also ich habe absolut keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht.
Ja, jetzt können wir hier mal nach links. 18, 19, 20 und X zeigt. Oh, wenn ich diesen Lump in die Finger kriege, reiße ich ihm seine windenden Arme aus und schlage ihn damit zu Brei. Was schaust du denn an? Das Geheimnis für ewiges Leben. Le Spectre de Grand César! Es sieht nicht so aus, als sei Elaine momentan in Gefahr. Hoffentlich wird sie keine unverzeihlichen Gräueltaten begehen, bevor ich meinen pockenheilenden Schwamm vergrößert habe. Okay, er konnte sie nicht wegpusten. Papierstreifen. Pista Libres Tagebuch. Trotz fortgesetzter Anstrengungen, Köder mit wieder auffindbaren Elementen zu legen, sind die Spuren des Biestes nicht auf dem Dschungelboden auszumachen. Ich würde das Biest doch nur eine Spur hinterlassen. Also ach, würde das Biest nur eine Spur hinterlassen, die so hell wie Flotsams wunderschöne Dschungelglühwürmchen wäre. Doch halt, was riecht da so? Okay, das war also Pista Libres letzter Tagebucheintrag. Tja, was uns das bringt, weiß ich auch nicht. Also, der Desinch ist beschäftigt. Ja, wir haben jetzt hier die Würmchen, aber ja. So, das geht also hier raus. Was ist, wenn wir hier hinten lang gehen? Kommen wir auch zum Brunnen. Und wenn wir, sind wir von rechts oder von vorne gekommen? Ne, da kommen wir zum Altar. Warte mal, können wir vielleicht hier Zucker drauf streuen? Oh oh. Hoppala, nö, stopp. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, wenn ich denn nicht hier laufen, die falsche Taste drücke ich Dolly zurück zu den Brunnen. Oder mal hier vorne rausgehen. Was kommt da? Okay, nee. Dann, ich möchte zu den Brunnen gehen, bitte. So. Jetzt nehmen wir mal unseren Fuß hier und halten den an den Brunnen. Das muss nicht beleuchtet werden. Ach nö. Aber die Würmchen da vielleicht. Oder können wir vielleicht... Den Schwamm da mal eintunken hier. La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo. Wie die Pocken. Okay, funktioniert auch nicht. Dann gehen wir mal hier hinten lang. Ah, da kommen wir da lang. Und da kommen wir zum Haus. Nee, Quatsch, nicht zum Haus. Zum Windsteuerungsgerät, der war klar, ne? Na. Jetzt komme ich wieder nicht raus. Hier komme ich raus, okay. So, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ich muss nur wieder... Ich weiß gar nicht, hier lang? Nö. Dann hier längs. Genau, und hier gehe ich jetzt mal nach vorne raus. Dann bin ich hier. Und was ist, wenn ich da hinten lang gehe? Ah, da komme ich zum Altar. Wenn ich hier längs gehe. Naja, eigentlich ist das Labyrinth lachhaft, ja. Das ist... So, dann lass uns mal zu... gehen wir, können wir hier eigentlich hin? Nee, können wir nicht. Warum nicht? Das ist auch blöd. Warum können jetzt alle Orten hier einfach so hindingsen hier? So, dann mal nochmal zur Hütte. Vielleicht kann ich die Würmchen mit einem Licht anlocken oder so. So, okay. Fuß mit den Motten. Diese verwöhnten Motten wollen keine Jacke essen, die eine Kruste aus Speckfett, Fischwasser und Seekuhkutteln hat. Ich glücklicher. Okay, jetzt haben wir die Motten. Gut, beinförmige Lampe mit Motten. Tja, wir müssen doch aber irgendwie noch einen Extrakt herstellen aus Zuckerwasser oder so. Damit wir Stans Jacke ein bisschen schmackhafter kriegen. Okay, da wären wir wieder hier. Ja, das führt hier zu dem Götterdings da. Wie kriegen wir das Stinkige hier noch? Ja gut, der Weg führt zu nirgends. Komisch. Der Weg führt dann nirgendwo hin. Ja, das hast du schon mal gesagt.
Tja, und die Würmchen. Ich weiß nicht, wie ich die Glühwürmchen hier jetzt wegbekomme. Ich müsste irgendwie eine Spur hinterlassen können oder so. Ja gut, probieren wir es noch mit dem Altar. Wie kommen wir denn zum Altar nochmal? Ich glaube hier längs. So. Warte mal, können wir eigentlich die Füße mit Zucker bestreuen? Nö, wahrscheinlich nicht. Tja, dann geht's halt nicht anders da. Wir legen nochmal ein Bein aus. Können wir da jetzt Zucker drauf streuen? Nee. Ja, dann kriegt man leider nicht raus, wo das Vieh hingeht. Ja, und die Stinkigkeit, die kriegt man auch nicht raus. Ja, weg ist es wieder. Igitt, der Altar riecht aber. Stinkt schlimmer als das Sofabett, nachdem Elaines Mutter zu Besuch war. Tja. Und wie das servierte, habe ich auch noch keine Ahnung. Halt, das war wieder mal falsch. So, wir versuchen mal was, ob wir Stans Jacke nicht irgendwie jetzt kriegen können. So, Doc. Wird gespeichert. Solange es nicht abstürzt, ist mir das alles recht. So, ja, nicht abstürzen bitte. Okay. Jetzt habe ich natürlich immer ein bisschen beschissen, ne? So. Können wir den Zucker auf ihn draufstreuen, einfach mal so? Nee. Na, vielleicht funktioniert das auch so. Also, meine Kleinen, schaut euch mal diese hochauflösenden Klamotten an. Das ist ja wieder mal ganz klasse. Die Birne ist tot. Nee. Zumindest hält Stans Schild die Motten von einer Rückkehr in den Dschungel ab. Mist. Jetzt ist natürlich die Birne kaputt. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Was? Wie war das? Abgebrannte Beinlampe. Nachdem die Lampe jetzt tot ist, ist sie nichts weiter als ein großer, kitschiger Briefbeschwerer. Ja, wieder mal falsch, wie immer. Ja, was machen wir denn jetzt? Kann man da vielleicht Öl mitnehmen? Das muss nicht beleuchtet werden. Ja, aber die ist doch eh kaputt. Oder können wir uns am Teppich die Lampe wieder aufladen oder so? So, zack, Teppich. Das muss nicht beleuchtet werden. Ach nee. Ja, aber dann machen wir doch, da können wir es doch immer aufladen, können wir die irgendwie. Ich will meinen Haken da nicht reinstecken. Ich weiß doch nicht, wo das schon gewesen ist. Du sollst einfach mitnehmen, den Teppich, Mensch. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Ja, das kriegt mir jedes Mal eine gefatzt hier, wenn man da drüber läuft. Was hat es bewirkt? Was hat das bewirkt? Die Lampe leuchtet nicht wieder. Kann man das nochmal wiederholen? Ja, auf jeden Fall bitzelt es. Oder? Täusche ich mich da? Ich weiß es nicht. Ja, schon wieder falsch. Ich will nicht Escape drücken. Ich wollte nur mal kurz hier aufmachen, wieder zimmern. So, Bootsfrau. Was willst du? Dumm gucken, ja gut, nee, danke. Ja, ist schon recht. Tja, mit dem Wachsfleck können wir auch nichts mehr anfangen, oder? Heißes, weiches Wachs. Wer weiß, vielleicht können wir da dann. Das muss nicht beleuchtet werden. Was kannst du nicht glauben? Oder deinen Haken da rein? Ich will meinen Haken da nicht reinstecken. Oder hier irgendwie? Ich frage mich, was mit Murray geschehen ist. Tja, Murray ist halt nicht mehr da. Das ist ganz einfach. Was eigentlich mit dem Ring? Gut, dass Elaine mir ihren Hochzeitsring gegeben hat, bis ich meinen eigenen wieder habe. Sie ist so verpockt, sie würde ihn für ein Fass Grog verhökern. Okay, warte mal. Ich mal wieder falsch, wie immer.
Ah ne, wir knarzen einfach so. Okay. Ich hab gedacht, das wäre Elektrizität. Oder. Ach, geh fort, ey. Vielleicht den Zucker in die Pfütze, habe ich mir gedacht. Das glaube ich nicht. Okay, auch nicht. Ja, I. Ja, jetzt hat er ja kein Dings mehr hier. Den nochmal anschwitzen. Hey, WP. Hm. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf's denn sein? Schock, das krieg ich gleich nicht mehr, oder? Wie wär's mit noch ein paar Volcano-Shots? Tut mir leid, nur... Ja, okay, einer pro Kunde, lalala. Aufgepasst! Meine Güte! Würden Sie bitte von der Dartscheibe... Ja, dann trainier. Ja, und was ist jetzt mit dem blöden Ding hier? Wenn Hemlock die Wahrheit über dieses Viech sagt, stinkt... ja gut, das wissen wir ja. Mensch! Ich kann nicht glauben, dass Stan immer noch diese Jacke trägt und dass sie immer noch so strahlt. Tja, aber wir kriegen ja die Motten nicht an seine Jacke ran. Das ist mein Problem jetzt hier. Und die Beinlampe ist ausgebrannt. Und jetzt mache ich schon wieder einen Fehler. Ich will immer das mit Escape zu machen, warum auch immer. Warum ich das nicht lerne, weiß ich auch nicht. So, jetzt macht wieder Bzzzt. Ja, was hat das funktioniert? Das bringt mir doch gar nichts, wenn ich jetzt hier rausgehe, oder? Ja, Leute, sorry, aber schon wieder falsch. Das muss nicht beleuchtet werden. Okay, kommen wir jetzt mal endlich hier raus wieder. Okay. Kann man Stan die Lampe einfach geben? Wie findest du die Lampe jetzt, Stan? Sie wäre ein richtig schönes Souvenir, wenn nicht Krabs Fall noch am Laufen wäre, Threepwood. Aber im Augenblick ist es einfach nur kitschiger Kruscht. Und glaub mir, ich kenne mich mit kitschigem Kruscht gut aus. Nee, Moment, jetzt geht die Lampe auf einmal wieder. Nachdem die Lampe jetzt tot ist, ist sie nichts weiter als ein großer kitschiger Briefbeschwerer. Ja, aber die ging doch gerade wieder. Kann man vielleicht... Nö. Mist. Ja, ha, ja. Ich weiß. Können wir nochmal vielleicht mit denen hier reden oder so? Hey, du! Schon wieder! Hallo? Threepwood. Okay, wegen da, da. Deine Hütte ist abgebrannt, ne? Deine Hütte ist nur noch ein rauchender Müllhaufen. Ja. Eine Zerstörung, für die ich selbst sorgte. Aha. Du hattest so viele tolle Sachen. Die mysteriöse Truhe der Weissagung, dein gruseliger Teppich, die ganzen Totenschädel, die mysteriöse Maschine in der Ecke, die nichts gemacht hat. Die wichtigsten Objekte wurden gesichert. An einem sicheren Ort gelagert. Oh. Du hast das Wissen davon, wo sie sich befinden. Du musst wissen, wie, nicht wo du suchen sollst. Könntest du es mir nicht einfach sagen? Ich würde ja. Aber die Wände haben Ohren. Sie haben auf. Okay. Moment, wie war das? Die Wände haben Ohren? Hä? Moment. Du sagtest, dass deine wertvollsten Voodoo-Besitztümer an einem sicheren Ort sind. Das stimmt. Und ich habe alle Informationen, ihn zu finden. Du hast die Informationen, aber vielleicht nicht. Ja, ja, ich verstehe, aber nicht den Verstand. Danke. Ich wollte Perspektive sagen. Aber das auch. Perspektive? Okay, ciao. Perspektive, warte mal, wir waren verkehrt rum bei dem komischen Helm da. Ja, LeChuck, ich darf mir da ein paar Fragen hier. Ja, der Schwamm ist immer noch klein, lalala. Die Voodoo Lady gab mir dieses Menü. Also, Miss Spooky Pants hat mir dieses Menü gegeben, mit dem ich mehr Grande in meinen Esponja kriegen soll. Ausgezeichnet. Willst du dein neues schlussfolgerndes Denken testen und mit mir herausfinden, was ich für das Menü brauche? Ich würde meinen Bart hergeben, wenn ich dir helfen könnte. Aber mein Piratenhirn ist mit solchen Dingen überfordert. Das erklärt, warum du es mir nach all diesen Jahren trotzdem noch erlaubst, dir mit einer Flasche Voodoo Malzbier näher als eine nautische Meile zu kommen. Okay.
Okay, ja, aber trotzdem, hast du noch irgendwelche Gedanken über dieses Wool-Menü? Hast du irgendwelche tiefgründigen Gedanken über dieses Voodoo-Menü? Ich fürchte, ich bin nutzlos hier, Guybrush. Ach, na gut, dann eben nicht, also dann warte hier mal. Warte nur, Kumpel. Wenn ich erstmal Elaine gerettet habe, kommst du dran. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Gut, also Perspektive. Ich weiß zwar nicht genau, aber Spiel wird gespeichert. Okay, also solange es nicht abschmiert, ist mir das recht. Ja, also müssen wir noch mit Desinchs Labor. Aber das machen wir erst dann. In der nächsten Folge würde ich vorschlagen. Wir sind schon wieder ewig lang hier weit fortgeschritten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch wirklich wieder mal fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.